Um die neue Weltordnung installieren zu können, setzen die Globalstrategen alles daran, die Unabhängigkeit und Souveränität der einzelnen Länder zu zerschlagen. Eine sehr bedeutende Rolle spielen dabei die Nahrungsmittel. Damit ein Land unabhängig sein und bleiben kann, muss es sich möglichst selbst ernähren können. Um das zu gewährleisten, braucht es genügend Anbaufläche und dazu auch genügend Bauern, um dieses Land zu bewirtschaften. Doch seit Jahrzehnten ist ein drastischer Rückwärtstrend, sowohl bei den Bewirtschaftern als zum Teil auch bei der Anbaufläche zu beobachten. Kann das einfach dem Zufall zugeschrieben werden oder steckt ein Kalkül dahinter? Wenn man bedenkt, dass heute rund 10 gigantische Agrarkonzerne mit ihrem Marktmonopol für mehr Hungertod in der Welt verantwortlich sind als etwa frühere Naturkatastrophen, kann wohl nicht mehr von einem Zufall gesprochen werden. So John Ziegler im Gespräch mit Ken Jebsen. Auch die folgenden Sendungen unserer Sendereihe Bauern sprechen dafür, dass die erwähnten Globalstrategen sich zum Ziel gesetzt haben, den sogenannten Strukturwandel mit immer größeren, industrialisierten Landwirtschaftsbetrieben auf Kosten der kleineren und mittleren Betriebe auch in Europa weiter voranzutreiben. Doch es gibt auch ermutigende Beispiele dafür, dass man sich erfolgreich gegen Agrarmultis zur Wehr setzen kann. Bauernprotest in Brüssel. Tausende Milchbauern protestierten am 7. September 2015 vor der EU-Zentrale in Brüssel. Seit Anfang 2014 ist nämlich der Milchpreis von 40 Cent weiter auf nahezu 25 Cent pro Liter abgestürzt. Derzeit herrscht ein Überangebot an Milch in Europa, das unter anderem auch auf die Russland-Sanktionen des Westens zurückzuführen sind. Auf die seit 2014 bestehenden Sanktionen hatte Russland mit einem Importverbot von Lebensmitteln aus der EU reagiert. Noch 2013 hatte Russland etwa 300.000 Tonnen Käse und Butter aus der EU importiert. Erschwerend kommt hinzu, dass die USA als weltgrößter Milchproduzent im gleichen Zeitraum ihre Eigenproduktion um 2% erhöht haben, um dadurch vom europäischen Markt unabhängiger zu werden. Zudem wurde seit April 2015 nun auch noch die marktregulierende Milchquote in den EU-Ländern außer Kraft gesetzt, die lange eine Überproduktion der Großbetriebe verhindert hatte. Somit steht vor allem die Existenz von kleineren und mittleren Betrieben nun auf dem Spiel. In einer westfälischen Berufsschule werden die auszubildenden Junglandwirte bereits gelehrt, dass ein Betrieb unter 75 Milchkühen besser schließen sollte. Doch sind Ackerflächen erst einmal stillgelegt und die Höfe verkauft, gibt es so schnell kein Zurück mehr zu einer Landwirtschaft, deren Strukturen oft über Jahrhunderte gewachsen sind. Hält die EU weiterhin unter US-Federführung an den Russland-Sanktionen fest, setzt sie die Existenz der Milchbauern und damit auch die Grundversorgung der Bevölkerung aufs Spiel. Es ist an der Zeit, dass Europa aufhört, nach der Pfeife der US-Regierung zu tanzen. Der Agrarexperte Heinrich Wohlmeier spricht davon, dass in Europa jedes Jahr 350.000 Bauernhöfe oder anders ausgedrückt 500.000 Arbeitsplätze vernichtet werden. Im Zeitraum von 1975 bis 1995 wurden mehr als 1,4 Millionen landwirtschaftliche Betriebe in Europa aufgegeben. Besonders von 1980 bis 1995 sank die Zahl drastisch. In Belgien, Luxemburg, Dänemark und Frankreich sogar um mehr als 40%. Dies sei eine Folge der Landflucht und der Industrialisierung der europäischen Gesellschaft, meint der EU-Statistiker Michael Poiré. In Österreich gaben seit 2003 durchschnittlich rund 2.300 Landwirte pro Jahr ihren Hof auf, beziehungsweise verkauften oder verpachteten ihre Betriebe. Noch vor dem EU-Beitritt Österreichs 1995 stellten die Bauernfunktionäre ihren Landwirten in Aussicht, dass Österreich der Feinkostladen Europas werden würde und deshalb ungeahnte Höhenflüge zu erwarten seien. 20 Jahre später bezifferte die Agrarstrukturerhebung 2013 ein schier unglaubliches Bauernsterben.
Täglich schließen 6 landwirtschaftliche Betriebe ihre Tore für immer. Der kleinstrukturierte österreichische Bauernstand wurde systematisch vernichtet. Auch die Schweiz bleibt vom Bauernsterben nicht verschont. Im Jahr 2014 waren es rund 3 Betriebe pro Tag, die aufhörten. Das Bauernsterben würde bei einem EU-Beitritt der Schweiz noch zunehmen, da die Schweizer Bauern dann einem noch größeren Preisdruck ausgesetzt wären. An dieser Stelle verweisen wir Sie auf unseren Themenblock Die Verordnungen der EU. Dort können Sie ein umfassendes Bild über EU-Versprechungen und deren Einhaltung machen. Wir schließen mit einem Zitat von US-Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Galbraith. Der landwirtschaftliche Familienbetrieb hat keine Chance gegen den modernen Agrarkonzern. Diese Kleinbetriebe können dem massiven Preis- und Kostendruck ihrer großen Konkurrenten nicht standhalten. Die fortdauernde Verklärung des Mittelstandes und landwirtschaftlicher Familienbetriebe in Politik und Gesellschaft ist somit so etwas wie eine fromme Lüge. Tradition und Nostalgie, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Laut einer Statistik des Französischen Instituts für Gesundheitsüberwachung vom Oktober 2013 begeht alle 2 Tage ein französischer Landwirt Selbstmord. Das sind mehr als beim Rest der Bevölkerung. Auch britische Bauern sind offenbar stärker betroffen als Menschen anderer Berufsgruppen. Man spricht von einer 2- bis 3-mal höheren Selbstmordgefahr. Als eine der Hauptursachen gilt der Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte bei gleichzeitiger Preissteigerung für Konsumenten. Aber auch die zunehmend belastende Flut an Vorschriften spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Die weltweit höchste Selbstmordrate unter Landwirten hat jedoch Indien. Alle 30 Minuten nimmt sich ein indischer Bauer das Leben. Zwischen 1995 und 2010 waren es mehr als 250.000 Selbstmordfälle. Ein Hauptgrund dafür ist, dass die Bauern jedes Jahr das Saatgut von der Firma Monsanto erneut für teures Geld kaufen müssen, da es nicht mehr fortpflanzungsfähig ist. Die immense Profitgier von Monsanto auf Kosten der Ärmsten treibt die indischen Bauern in eine hoffnungslose Schuldenfalle. Überdies verloren sie dadurch auch ihre Freiheit, wie es Vandana Shiva, die bekannte indische Physikerin, auf den Punkt brachte. Saatgut ist Leben. Wenn wir darüber die Kontrolle verlieren, verlieren wir die Freiheit und die Unabhängigkeit unserer Lebensmittelversorgung. Glaubt man den Aussagen der Hersteller von gentechnisch verändertem Saatgut, entsteht der Eindruck, das weltweite Ernährungsproblem sei nur durch Einsatz von Gentechnik zu lösen. Leon Bignell, der Landwirtschaftsminister Südaustraliens, beweist, dass es auf ganz natürliche Weise geht. Er setzt auf ein Bodenverbesserungsprogramm, bei dem der Boden bis auf 50 cm Tiefe und mehr bearbeitet wird und ihm Tonerde und organische Stoffe zugesetzt werden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Gleichzeitig ist im ganzen Land der Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut und Pflanzenschutzmitteln verboten. Die Ergebnisse, die Leon Bignell jetzt präsentierte, lassen aufhorchen. Wir haben Erntezuwächse von 50, 100 und in einigen Fällen sogar von 300% erzielt. Laut Bignell sind diese Ergebnisse kein Zufallstreffer, sondern weisen den Weg zur Landwirtschaft der Zukunft. Einer Landwirtschaft, die durch Verbesserung und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit hohe Erträge und gesunde Lebensmittel erzeugt. Bravo, Südaustralien! Dass Erntezuwachs vor allem durch Gentechnik erzielt werden kann, ist demnach eine falsche Behauptung. Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ein Zitat, sehr geehrte Zuschauerin, sehr geehrter Zuschauer, das treffend unterstreicht, dass die Landwirtschaft in der Schweiz Zukunft hat.
Bauer oder Landwirt zu sein bedeutet nicht, einfach mal diesen Job zu haben. Vielmehr gilt der Beruf des Landwirts als wahre Berufung. Landwirte wollen die Erde bebauen, erstklassige Lebensmittel produzieren und unsere guten Bedingungen dazu auch nutzen. Mit der neuen Agrarpolitik 2014-2017 wurde ein neues Direktzahlungssystem eingeführt. Diese neue Agrarpolitik verlangt unter anderem mehr Ökologie, weniger Produktion, keine Tierbeiträge, dafür Biodiversitätsbeiträge, weniger Marktlenkung, mehr Marktwirtschaft oder gar einen total freien Markt und die Öffnung sämtlicher Grenzen. Nun, der ursprüngliche Sinn der Direktzahlungen seit 1993 war die Verbilligung jener Grundnahrungsmittel, die in der Schweiz hergestellt werden. Seit der Einführung der Direktzahlungen im Jahr 1993 hat es einige Reformen und Richtungsänderungen gegeben. Die Berechnung dieser neuen Agrarpolitik basiert vor allem auf der bewirtschafteten Fläche. Wer viel Fläche bewirtschaftet und wenig produziert, profitiert am meisten, das wären also vor allem die Bergbauern. Im Ackerbau wurden die Anbauprämien gesenkt oder gar abgeschafft. Dafür erhält der Landwirt Biodiversitätsbeiträge in allen Varianten. Früher wurden sie übrigens Ökobeiträge genannt. Seit 2014 erhält der Landwirt Direktzahlungen für den Blumengarten vor dem Haus, für einige Hühner samt Hahn, für die Kaninchenhaltung, für eine angepflanzte Hecke und so weiter. Damit werden auch sogenannte Landschaftsbeiträge ausbezahlt, um die Teilnahme an regionalen Projekten abzugelten. Biodiversität umfasst neben der Vielfalt der Arten auch die genetische Vielfalt und die Vielfalt der Ökosysteme. Durch ein derartiges Direktzahlungssystem werden die Bauern dazu angehalten, ihrer grundlegenden Aufgabe, Nahrungsmittel zu produzieren, nicht mehr nachzukommen. Und zugleich wächst für den einzelnen Betriebsleiter der administrative Aufwand dermaßen an, dass er die Erhebungen nicht mehr ohne Hilfe von außen bewältigen kann. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn sich nun jeder Schweizer Landwirtschaftsbetrieb nur noch ausschließlich auf die Direktzahlungen ausrichtet, und zum Teil sind die Bauern dazu gezwungen, weil sie nur mit den Direktzahlungen ihren Betrieb erhalten können, dann wird damit der Selbstversorgungsgrad der Schweiz auf besorgniserregende Art und Weise künstlich gesenkt. Lebensmittel für 3 Milliarden Menschen weggeworfen. Über Jahrzehnte haben wir Verbraucher uns an sehr gleichmäßig geformtes Obst und Gemüse in den Supermärkten gewöhnt. Das trägt dazu bei, dass weltweit geschätzte 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel auf dem Müll landen, von denen sich ca. 3 Milliarden Menschen ernähren könnten. Doch nun bewegt sich etwas. Nachdem die Lebensmittelketten Edeka und Coop schon 2013 Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern verbilligt verkauften, hat Intermarché 2014 nachgezogen. In Weimar gründeten Studenten einen Internetshop, der hässliche Früchte anbietet. Das sind doch Angebote, bei denen Mensch und Umwelt gewinnen. Der Käufer spart Geld, es schmeckt oft besser und die Bauern können auf unnötigen Spritzmitteleinsatz verzichten. Diese Argumente dürften es wert sein, liebgewonnene Angewohnheiten zu überdenken. Die Rede des Schweizer Bundesrates Ueli Maurer am 10-jährigen Nordostmilchjubiläum vom 22.08.2015 kann stellvertretend sicher auch auf andere betroffene Länder übertragen werden. Sinngemäß sagte Maurer, dass die Bauern wichtig seien für das Land. Die Politik dürfe die Bauern nicht länger allein lassen oder gar drangsalieren. Sie habe vergessen, dass die Landwirte Lebensmittel produzieren und damit Werte wie Wurzeln und Heimat verkörpern. Die Bauern sollten aber zusammenstehen, den Nachbarn nicht nur als Konkurrenten sehen und nicht zu viel jammern. So wie die Bauern wichtig sind für die Ernährungssouveränität eines Landes, so sind Sie, werte Klar-TV-Zuschauer, wichtig für die freie Meinungsbildung überall dort, wo Sie wohnen. Wir stehen zusammen und jammern nicht, sondern treiben das Werk der Aufklärung voran. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV.
Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.